Juhu, hallo Leute, jo, hier ist aber der neue Table Tennis Gamer. Wir haben einen wunderschönen Dornkranz im letzten Part gekriegt und wollen jetzt hier mal ordentlich mit ownen. Wir hoffen zumindest, dass wir ownen können, und da sind wir auf der Blumenwiese, kriegen den Ball ab, werden ausgelacht, und damit ist unsere schlechte Kindheit natürlich schon besiegelt. Wir haben gar keine Chance mehr, uns zu bessern, ein guter Mensch zu werden ist vollkommen ausgeschlossen. Wir werden jetzt Hochkriminelle dadurch, dass wir in der Kindheit gemobbt wurden. Wir kommen da auch noch gar nicht mit klar, dass wir gemobbt worden sind, haben sämtliche Beratungsstellen aufgesucht, haben uns gefragt, was mit dem Vater von L. Bernstein passiert ist, und wussten nicht, dass er in Wahrheit ein Kindstrauma gehabt hat, wonach er dann der gekindete Tod gehießen hat. Also insofern viele Informationen, die wir hier noch gar nicht hatten in diesem Spiel, aber der blöde Penner hier auch nicht. So, jetzt hat er sie aber, jetzt ist er nämlich tot und der auch explodiert. Und hier gehen wir freiwillig rein. Sauber, more Trinket Room. Das heißt, wir können nun zwei Passiv-Items aufnehmen. Ist natürlich sehr sinnvoll. Oder das hilft uns auch eine Menge, weil wir ja schon so viele, Passiv-Items in dem Run hier aufnehmen wollten und ja schon richtig Mangel haben. Und ja, deswegen ist das auch richtig gut. Muss ich ganz ehrlich an der Stelle mal sagen. Bams. Und wir gehen auf Risiko. Wir gehen auf Risiko, um eventuell 2 zu bekommen. Dafür müssen wir natürlich, oder müssten wir jetzt hier sehr, sehr gut spielen. Ob wir das können? Natürlich können wir das. Aber ob wir es auch jetzt in dem Moment zeigen können, ist wieder eine andere Sache. Ah, soweit ich mich erinnere, war das der Scheißpilz. Das war der Speed and Range Up. Ja, okay, ja, der hat mich klein gemacht. Das ist gut, weil so bin ich flinker, kann besser ausweichen und so. Jetzt habe ich es voll drauf, Mann, Leute. Aber, naja, okay. Gibt bessere Items. Der rote, der wäre meines Wissens nach All Stats Up gewesen. Das hätte ich sogar noch sehr gut gebrauchen können. Obwohl das Dorn-Ding aus dem... Also das macht schon gut Damage, wenn ihr euch das mal anguckt. Ach, guck mal hier, jetzt kriegen wir was. Und sauber ein Rüstungsherz, was uns weiterhin schützt. Noch besser geht es wohl kaum. Noch besser geht es wohl kaum. So, sehr schön. Daniel Bernstein. Der ist von V, die außerirdischen Besucher kommen. Leute, wenn ihr das nicht gesehen habt, das ist eine amerikanische Serie, die lief früher im deutschen Fernsehen auch. Ist eine Serie, wirklich. Die gibt es auch als DVDs. Boah, holt es euch. Holt es euch. V, die außerirdischen Besucher kommen. Ist natürlich... Ach du Scheiße, warum hat er mich getroffen? Ist natürlich jetzt grafisch, ne, ist jetzt nicht so hoch. Ist aber schon Farbe. Und Leute, das ist einfach... Boah, die Sendung ist the best, I've... Wirklich, einer der besten Sendungen, die ich jemals gesehen habe. Es ist einfach so spannend. Es macht so Bock, das zu suchten und zu gucken. Und der Joker. Wow, you feel blessed. Boah, jetzt sind wir aber so heftig gebläst worden, Leute. Jetzt sind wir so übelst heftig gebläst worden. Wenn wir jetzt nicht schon von allein diesen Bless-Umhang um uns haben und irgendwie der um uns weht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ui, weiteres Rüstungsherz. Yay, so können wir jetzt auf jeden Fall unser Dingen schützen. Und ach Gott, das ist gut. Fly Love. Und nochmal nach der The Empress-Karte kriegen wir noch eine The Empress-Karte. Und jetzt können wir gar nichts mehr machen, außer den hier wegmachen, weil spenden können wir jetzt eh nicht. Denn wenn wir spenden, dann wäre unser weißes Herz wieder weg. Und was war das denn jetzt? Warum hat sich jetzt die Herzenanzeige verschoben? What the fuck? Komisch, egal. Das... Nein. Gut, dass wir die Rüstungsherzen bekommen haben, beziehungsweise hier hoffentlich nochmal welche. Yeah! Nochmal im Doppelpack, Leute! Jetzt kann uns erst recht nichts mehr passieren. Zumindest nicht in der Etage. Also da sollten wir jetzt wirklich unseren Plan in die Tat umsetzen können. Wir haben, das ist auf jeden Fall gut fürs Blue Baby mit dem Fliegendingen hier, denn damit können uns die bösen roten Fliegen hinterher von dem Blue Baby, was ja die ganze Zeit mit spawnt, können uns nichts antun, sofern wir zum Blue Baby kommen. Zack, weitere Container. Und jetzt bitte noch 6-mal auffüllen, damit ich auch noch einen Dingens krieg nach der Mutter. Das wäre so gut, Mann, das wäre richtig gut. Dann hätten wir nämlich in der Etage 2-mal Health Up sozusagen bekommen, obwohl ich bezweifle, dass wir jetzt hier noch 5 Räume beziehungsweise 4 Räume haben. Aua. Ja, der Schaden ist jetzt nicht so ein Problem, da wir mit Sicherheit nicht in die Probleme kommen werden, hier irgendwie großartig, sag ich mal, dann zu sterben. Ja, das Item ist scheiße, das könnt ihr euch sonst wohin stecken.
Ja, nee, werden wir nicht. Wir finden es nicht, Leute. Es sind zu wenig Räume in The Depths. Da müssen wir wohl warten bis in The Womb. In The Womb könnte es gehen, aber da verliert man natürlich auch schneller die Rüstungsherzen, ne? Weil da ist halt mehr Damage und so. Damage Resistance bräuchte ich jetzt noch. Nee. Ich glaube, hier kriegen wir nichts mehr. Wir könnten in den Satanraum gehen. Komm, aus Spaß tun wir uns das mal an. Vielleicht sind ja hier noch Rüstungsherzen drin. Dann hätten wir sogar noch eins Gewinn gemacht. Ja, okay, es ist eins drin. Damit haben wir genau äquivalenten Tausch gemacht. Voll mit Alchemist OP. Ja. Aber okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den Endgegner. Ich meine, ich habe keinen Raum großartig übersehen, oder doch? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ja, die Bombe nehme ich nicht mit, weil ob ich die jetzt wegspringen und dann mitnehme, dann habe ich eine Bombe verloren, eine gewonnen, das ist 0-0, da kann ich auch gleich gar nichts machen. So. Ach, dem Mutter, stimmt. Immer Mutter. Was geht eigentlich so am Kudder? Nice. Extrem brutale Mutter, Mann. Ja, komm her, komm ruhig her. Ja. Hat er mir was abgezogen? Ich glaube nicht. Ah, solange der Rote da ist, haben wir eigentlich nichts zu fürchten hier. Ja, der geht auch groß nach da. Ja, alles klar. Und die bewegen sich auch nicht. Alles klar, Leute. OP! Es sollte sehr gut für uns laufen. Und jetzt sollte die Mutter... Und sauber, da kriegen wir zum einen Polaroid, zum anderen einen weiteren Container. Und wenn mehr Räume da gewesen wären, hätten wir sogar noch einen Container gekriegt. Also wir kriegen die... Wahrscheinlich voll die 12 Herzen mit Rot. Oh, das wäre so gut, Mann. Dann hätten wir so viel Herzen für Isaac und so. Oh, ich freue mich. Ach ja, hier, wir haben keine Karte, ja. Jetzt kriegen wir die eh voll, weil ihr kennt das ja mittlerweile, dass ich alles abrenne, bevor ich den Gegner finde. Also ich habe wirklich alles durch, bevor ich den Gegner finde. Habt ihr gesehen, das Herz? Irgendwie war das gerade komisch. Da oben. Na, komm. Yeah. Oh. Bams und Entdeckung. Sprengkommando. Oh. Very good. So. Ja, wunderbar, Leute. Sieht ja schon mal gut aus. Mit der Mutter am Kudder. Hat der Kedos mal gesagt in einem Ankündigungsvideo. Im Kudder. Mit der Mutter, mit der Buddha. Kudder, Buddha. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie lustig, so zu sprechen. Mit der Mutter am Kudder. Und dann gab es ja den Buddha. Dann habe ich da den Stein hingelegt. Und dann kam da die Mutter mit ihrem Buddha und dem Kudder. Und dann fand ich das voll episch. Und dann war das so die Mutter mit dem Kudder und der Buddha. Fand ich das voll gut mit der Mutter und dem Kudder und der Buddha. So, jetzt haben wir aber auch genug Mutter im Kudder in der Buddha gemacht. Und boah, so viele Rüstungsherzen. That's really, really, sounds really OP, but it isn't OP, because I saw this situation. And this situation is fucking not awesome. This situation is the biggest fuck I've ever saw on Earth when I see this fucker. So, hier kommt der Eiermann, hier kommt der Eiermann, aber es ist gut, dass ich den Rosenkranz gefunden habe, denn das ist so viel Damage, was dazu gekommen ist. Justice, ja, Rüstungsherz, sauber. So, die Empress, das ist eine sehr, sehr gute Damage-Up-Karte auch. Und wir gehen jetzt noch die Räume durch, weil ich will jetzt hier auch wirklich zwei Container abstauben. Wenn schon, denn schon. So, okay. Und der ist weg. Whee! So, jetzt müssen wir die nochmal auffüllen, die Karte. Oh, lalalalal. Und nochmal ein Rüstungsherz, Leute. Sauber, guck mal. Wir kriegen sogar relativ einfache Räume, kriegen noch ein paar Rüstungsherzen draufgepackt. Ah, ey, Mann. Also dann mache ich mir, weiß Gott, gar keine Gedanken hier. So, jetzt spreng ich das weg, weil ich keinen Bock habe. Jetzt hier irgendwie da unnötige... Und noch eins? Hör mal! Also jetzt ist wirklich... Wie viel kriegen wir denn jetzt hier gerade, Mann? Das ist ja nicht mehr feierlich.
Noch eins? Habe ich irgendwie so eine Combo, wo ich jeden Raum jetzt eins krieg? Oder was läuft? Was habe ich falsch gemacht? Oder was habe ich richtig gemacht? Umbro ist vielleicht Polaroid plus Liberty Crab? Irgendwas Besonderes oder so? Nee, jetzt nicht. Okay, dann war das wohl einfach Glück, dass ich so 8 Stück hintereinander kriege. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Don't do it, 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 don't do it. Nein! Fuuuh! Oh mein Gott. Huh, okay. Hä? Habt ihr gesehen? Das Herz war eben leer. Und dann war aber irgendwie... egal. Speed and Range. Ach, jetzt... Nein, jetzt... jetzt habe ich mich von dem erwischen lassen. Jetzt bin ich noch schneller. Egal. Range up, Range up, Range up ist gut. Speed ist gut. Ist alles im Buddha, mit dem Kutter. Nee, Leute, verstehe ich irgendwie nicht, warum da manchmal diese Herzensanzeige-Bugs sind irgendwie. I don't understand. I don't understand this fucking stupid idiot who wants to give me fucking idiots jobs. So, komm. Was? Nochmal Monstro? Habe ich ihn nicht schon mal gehabt jetzt gerade? Doch, irgendwo hatte ich hier schon mal jetzt gerade, oder nicht? So, komm, Monstro, yo, ich bin hier, Monstro, ich bin hier, Monstro, I'm here on your website now. Yay! So, natürlich gehen wir jetzt noch weiter, denn, was ist los mit dem TT? Der will es übertreiben. Der will es übertreiben. Der will es jetzt wissen. Wissen will er das. Wissen will er das. Er will das wissen. So, gerade in so einem Raum ist es Gold wert, eine Bombe zu haben. Danke. Und dafür haben wir uns auch noch 2 eingesagt. Yeah, wir haben es drauf. Okay, Leute. Dann dürfen wir ja auch schon so gut wie alle Räume eigentlich fast haben. Dann haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Start für die nächste Etage. Was unser Space, Alter, sieht mal, Leute. Ich hab doch gesagt, ey, wir machen richtig viele Herzen damit. Also richtig. Ah, ne, guck mal hier. Und der ist auch noch ein verhältnismäßig einfacher Raum, sag ich mal. Also der kann einem auch schon arg auf den Sack gehen, aber der kann auch wirklich, der geht noch. Ja. Also hab schon echt schlimmere Räume gesehen als den hier. Wenn ich ehrlich bin. Die sind halt immer so ein bisschen blöde zu treffen hier, die Schlawiner. Aber guck mal da, Bad Guest, schade. Warum haben wir eigentlich keine Health-Up-Pille gekriegt? Ey, das wäre doch mal gut gewesen. So, ja, ansonsten dürfen wir alles haben. Dann lass uns doch mal reingehen. Und, ach, der Japaner Conquest. Ja, mein lieber Freund, für dich habe ich auch dann die Karte, weil auf dich habe ich einfach gar keine Lust gerade mal. Siehst du, der ist really behindert. Mann. Der ist richtig scheiße, ist der. Nein. An dem verlieren wir auch eine Menge Herzen jetzt. Ich hoffe, es bleibt bei den 2, aber ich glaube es eher mal nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Nein, fick dich. Entschuldigung. Fuck. Hör doch mal auf, Conquest. Was hat ein Penner? Ey, hallo, du bist nur noch so wenig vom Tod entfernt. Ach, du bist ja der Tod. So, ja, Leute, und wisst ihr sogar was? Ja, ich verkaufe das. Ich brauche das nicht mehr. Weil wir haben jetzt nur noch einen Herzcontainer, sag ich mal, ne? Und der wird jetzt gleich auch zu einem roten Herz. Und ja, wir können dann maximal noch einen kriegen. Würden wir dann weitere kriegen, würden die nicht mehr angezeigt werden, soweit ich weiß. Die roten Herzen gehen nicht weiter, die Rüstungsherzen schon. Also insofern bringt uns das eigentlich nicht viel. Deswegen nehmen wir lieber unser Pferd mit.
denn da haben wir noch einiges von. Wir können über Sachen schweben, das kann uns wirklich noch den Arsch retten, auf gut Deutsch gesagt. Hat außerdem eine schöne Space-Attacke und ja, nehmen wir mit. Ja, die Space-Attacke, um das mal hier vorzuzeigen. Wir fliegen irgendwo gegen eine Wand und da kommen so 80 Strahlen runter, wie der Conquest hat eben auch gemacht hat. Jetzt haben wir aber schon viel Schaden gekriegt. Guck mal, wie klein. Oh, wir haben, außerdem haben wir auch keine Rüstungsherz mehr. Wir hätten das weiße Herz gar nicht durchgekriegt. Davon mal abgesehen. Guck mal, wie klein der ist jetzt. What the fuck? So ein kleiner Mann. So ein kleiner Mann. Ja, da brauche ich nur wirklich nicht. Komme ich da rein? Ach, das ist... Ja, ich glaube, in den Raum werde ich in diesem Leben nicht mehr kommen. Zumindest in diesem Isaac-Leben wohl nicht mehr. So, komm. Mach dich frisch, mach dich fertig. Paletti bis zum geht nicht mehr. Nein, und der hat mir echt noch eine gewischt dafür. Oh, Leute. Ich bin eindeutig zu unvorsichtig. Eindeutig nicht vorsichtig genug. Crap. Come on. Oh, Rüstungsheart. Nein, leck mich doch, Alter. Dass mich so einer so einen Damage macht, ne? Leck mal schlau. Ja, schleck mal, ja. Oh, Rüstungsherz. Weißt du was? Leck mich. Tschüss. Haha. Ja, komm, gönnen wir uns auch die Mutter. Ich habe jetzt keinen Bock, da noch großartig rumzudoktern. Doktor, wir haben ein Problem. Doktor, wir haben ein Problem. Ein Problem haben wir. Doktor. Ja, das hat ja viel Schaden gemacht, die Space-Wirkung von dem. Muss man ja echt mal sagen. Ist ja wenigstens eine brauchbare. Jo. Für Isaac allemal. High Priest, das ist in Ordnung. Die macht relativen Schaden. Das geht in Ordnung. Guck mal, wie viel Damage der frisst, Mann. So wie ich den jetzt kaputt spucke. Ja, siehst du? Hab ich doch gesagt. So wie ich den kaputt spucke, da kommt gar nichts mehr dann von dem. Ja, und vom Larry. Nein, Larry, Alter, du bist schon so ein kleiner. Schon so ein kleines Loch bist du, ne? Boah, ich hasse die. Weg! Sauber! Weg damit! Weg mit der Scheiße! So, komm weg mit der Scheiße, weg mit der Scheiße, weg mit der Scheiße, weg mit dem Crap. So, stirb. Ja. He's going to die. Oh, was willst du hier? Was willst du? Oh mein Gott. Stirb doch, du blöder Affen-Mongo, Weißwurst. Ah, das ist eine bayerische Weißwurst. Ja, tut mir leid, liebe Bayern. Jetzt habe ich eure Weißwurst beleidigt. Tut mir leid. Aber der Gegner ist eine bayerische Weißwurst. Das nehme ich auch, so Würstchen wie ihr. So, wie die Würste meine ich natürlich. Nicht ihr, sondern die Würste. Ich meine immer nur die Würste. Denn die Würste, die kann ich nur beurteilen. Nein, und da werde ich auch getroffen, wie assi das einfach ist, ne? Wenn ich immer getroffen werde. So, stirb. Isaac! So, jetzt bin ich in der Cathedral und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Mal. TT, ciao!